Hey, in meinen Analytics sehe ich, dass in den letzten 7 Tagen gerade einmal 24% von euch meinen Kanal abonniert haben. Das ist nicht mal ein Viertel. Also, wenn euch meine Videos gefallen, dann schenkt diesem Kanal doch gerne ein Abo. Mich würd's freuen. Bereits im ersten Trailer zu Episode 9 bekamen wir das abgestürzte Todessternwrack zu Gesicht. Und ich habe natürlich gleich ein Video darüber gemacht, wie das denn nur sein kann. Dabei bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass sich dieses Teil auf Endor befinden muss, also genau gesagt auf EX3244a, also eigentlich dem Waldmond von Endor. Was aber nicht der Fall ist. In Episode 9 wurde es zwar kurz erwähnt, aber ich fand das eher unverständlich. Zum Glück gibt uns wieder mal das Visual Dictionary zu Episode 9 mehr Aufschluss darüber. Und so spreche ich trotzdem mal eine kleine Spoilerwarnung für Episode 9 aus, auch wenn ich finde, dass nicht wirklich etwas vorweggenommen wird. Endor liegt im Modellsektor im Outer Rim, ein Ort, welchen vermutlich nie jemand besuchen würde. Da das dortige Endor-System aber Schauplatz der großen Niederlage des Imperiums wurde, schränkte die neue Republik den Zugang ein, aus Furcht, dass Hobbyhistoriker und Schaulustige in den berüchtigten Hyperraum-Anomalitäten des Sektors gelangen, Blindgänger hochgehen lassen oder zurückgebliebenes Kriegsmaterial an sich nehmen. Die Galaxis wandte sich mit der Zeit anderen Orten zu, vor allem Jakku, da dieser Planet für Historiker weit mehr als Grabstätte für das Imperium hergibt. Der Gasriese Endor, welcher von den Ewoks übrigens Tana genannt wird, reflektiert das Licht so stark, dass er wie eine zweite Sonne wirkt und somit das Leben auf dessen Monden überhaupt erst möglich macht. Insgesamt hat Endor 9 Monde. Den Waldmond, die Heimat der Ewoks und Schauplatz der Schlacht von Endor. Fentaka, der dunkelste Mond, da er gerade einmal 10% des Lichts reflektiert. Fix, ein trostloser Mond mit stickstoffreicher Atmosphäre, auf dem es Methan regnet. Korkar, eine stark reflektierende Eiskugel mit flüssigem Meer unter der Eisdecke. Charles, ein toter Fels und Eisbrocken mit einem eisenreichen Kern. Alpresa, ein metallischer Mond, der stark für den Bau des zweiten Todessterns ausgebeutet wurde. Ghouls, ein zerstückelter Mond, der wohl bei seiner Entstehung in die Brüche ging. Hualmaka, ein irregulär geformter, von Kratern übersäter Brocken, bei welchen es sich möglicherweise einfach nur um einen eingefangenen Kometen handelt. Und Kefbir, auch bekannt als der Meeresmond von Endor. Er ist der zweite Mond von Endor, auf dem das Leben möglich ist und das Imperium zog wegen Mangels an Rohstoffen Kefbir nicht als Baustandort für den zweiten Todesstern in Betracht. Somit blieb Kefbir eine imperiale Garnison erspart, allerdings wurde der Mond nach der Zerstörung des Todessterns von Trümmern übersät. Eine Äquatorsektion der Kampfstation ragt wie eine Gebirgsinsel aus dem tosenden Meer auf. Das Wrack ist so groß, dass es das Wetter auf dem Mond beeinflusst und sich durch die verdrängten Kreaturen ein völlig neues Ökosystem gebildet hat. Während es vom Salzwasser zerfressen wird, gelangen alljährlich Millionen Tonnen industrieller Toxine ins Meer und Trümmer werden an den Küsten von Kefbirs größtem Ozean angespült, Artefakte des galaktischen Bürgerkriegs. Dass hier auch nur irgendwas dem kolossalen Einschlag überlebt hat, ist in einem Sternensystem voller unerklärlicher Dinge ein Wunder für sich. Rays Hinweise führen sie zu den Überresten des Thronsaals des Imperators in einem zertrümmerten Turm, der einst am Nordpol der Station aufragte. Hier hatte der Imperator eine Kammer für seine gesammelten Artefakte, der Sith und der Jedi. Als Rey sich durch die Trümmer vorarbeitet und ihrem Ziel näher kommt, fühlt sie die Präsenz der dunklen Seite und ihre Verbindung zur Macht zeigt ihr abermals Bilder einer erschreckenden Zukunft. In dem Thronsaal, in dem das Schicksal von Darth Vader und Darth Sidious besiegelt wurde, führt die Macht Rey und Kylo Ren wieder in einen Konflikt zusammen. Aber das sehen wir ja im Film. Wenn ihr jetzt noch mehr über General Pride oder den Sith-Planeten Exegol erfahren wollt, dann könnt ihr hier rechts klicken.
Und klickt die Links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen, denn dort gibt's tägliche Star Wars Fakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.